Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch wieder hier zu Alter hier und wir. Ja, Freitag ist heute, bald schon wieder Wochenende und ein Bombenwetter. Herrlich. Ich mache mich jetzt gerade auf dem Weg zu meiner zukünftigen WG. Da mal schnell Blumen gießen gehen, solange die anderen noch nicht da sind. Und dann nochmal gleich zur Tafel. Ja. Jetzt schön Spaziergang einlegen. Das ist ein kleines Stück bis dahin. Es geht knapp eine halbe Stunde. Das Wetter genießen. Erstmal. Ich bin erst vorhin gerade erst aufgestanden. Heute war es nicht gerade viel mit Morgenstund, hat Gold im Mund. Aber okay, muss man jetzt ja auch keinen Stress machen. Jetzt ein bisschen frische Luft schnappen, können wieder ein bisschen durchpusten. Und dann gehen wir den Tag heute mal an. Die Blumen sind jetzt gegossen. Jetzt war ich ja gerade jetzt hier in der WG, gerade jetzt noch schnell die Pflanzen gegossen, weil die anderen Kollegen jetzt heute gerade auf dem Festival gerade sind. Da habe ich gesagt, ja, man nimmt das ja so lange mit für die, dass die Pflanzen ja nicht verdursten, besonders jetzt wird es ja gerade wieder richtig warm draußen. So, und jetzt mache ich mich jetzt ab auf die Socken, nachdem ich erstmal draußen erstmal gucken musste, wie die Tür aufgeht. Mich jetzt auf dem Weg zur Tafel. So, meine Lieben, gerade vor der Tafel zurück. Fette Ausbeute hier. Zwei dicke Taschen hier, voll mit Grünzeug. Erdbeeren, Tomaten, Obst, Gemüse, alles dabei. X-Salate und dann habe ich hinten noch einen Rucksack noch beladen. Also für eine Person kriegt man eine ganze Menge. Haben heute auch viel gehabt. Also ich kann wirklich nur sagen, Veganer, wenn er nicht arbeiten geht, keinen riesen Job hat, nicht riesen Auskünfte habt, geht zur Tafel. Ihr kriegt unheimlich eine ganze Menge. Foodsharing lässt grüßen. So, jetzt muss ich gucken, das alles hier nach A nach B zu kriegen. Die zwei großen, dicken, vollen, schweren Taschen. Halt, wenn man halt wieder alleine ist, ist es halt nicht so einfach. Aber gut, was soll's, dann knallt mir noch die Sonne noch so auf den Pelz. Schwitzt jetzt schon. Oh, bin froh, wenn ich erstmal zurück bin. Dann erstmal auch noch eine kalte Dusche. Und dann mal gucken, wo ich das ganze Zeug verstaue. Also, da lässt sich übers Wochenende viel machen. Tolle Salate. Erstmal das Internet mal nach Regalen, Rezepten nochmal alles abklappern. Und mal spontan gucken, was mir noch alles einfällt. Instagram wird sich jetzt schon freuen. Ja, also ich mache mich erstmal weiter. Ich melde mich wieder, wenn ich angeklebend angekommen bin. Geschafft. Wieder an der Caritas. Alle beiden Tüten da. Plus Rucksack. Sagt fette Beute. Alles Mögliche da, Kräuter, was haben wir hier, Alfalfa, frisch und gesund, Keimlinge, sehr schön, alle möglichen Arten von Salat, hier Erdbeeren, die wir euch bei Zeiten verbrauchen müssen, wie gesagt, die kommen ja schon von der Tafel, da hat sich schon eine Weintraube verirrt. Ja. Zwei Stiegen hier, Kisten Erdbeeren, hier nochmal Kräuter, Schnittlauch, Bananen natürlich, Tomaten am Start, dürfen auch nicht fehlen, digitale Tomate on go. Ja, habe ich heute noch zu tun mit Ausräumen. Jetzt habe ich mich auch erstmal ein bisschen abgeduscht. Da hat man erstmal seinen Sport, erstmal sein Krafttraining erstmal weg. Zwei Tüten, die waren nicht gerade leicht und es waren ein paar Kilometer von der Tafel bis hier zur Caritas. Jo, ich hätte es so gerne gefilmt, aber mit jeder Hand Tasche tragen und Rucksack dann noch und alles und dann noch die Kamera halten, macht sich ein bisschen blöd, wenn man keinen Kameramann mehr am Start hat. Ist auch nicht so wild. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Ich werde jetzt noch den Vlog von gestern jetzt noch ändern schneiden. Gestern Abend war ich zum Video, bin ich nicht mehr dazugekommen. Dann werde ich heute noch mal rausgehen. Es ist ja bis jetzt wirklich noch sehr nices Wetter draußen. Und ja, den Tag noch draußen verbringen, noch ins Café gehen, dann heute Abend den Video noch hochladen. Ich freue mich schon auf die nächste Tomatensendung von Robert und mal gucken, was die andere Community heute wieder so gebracht hat. Gestern mir erst die Videos alle wieder angeguckt. Waren schöne dabei. Sagt Happy Nail Boy, feier euch zurzeit übelst ab. Der Kerl ist einfach genial. Schaut, dass er so weit weg wohnt. Ich werde nicht mal mit dem bald mal skypen oder so, uns mal ein bisschen austauschen.
wirklich sehr sympathischer Typ, macht echt sein Ding, wo er auch nicht viel hat. Empfehle ich dir übrigens sehr Info, sehr schön vielleicht mal schreiben, da er Student ist und manchmal auch nicht viel hat, dann sage ich manchmal auch, dass man Geldmangel hat, dass ich Obst und Gemüse kaufen will. Guck doch mal, ob es bei euch oben in Emden doch nicht auch eine Tafel gibt. Als Student müsste man auch die Möglichkeit haben, auf die Tafel zu gehen, weil als Student verdient man ja auch nicht sehr viel. Und da denke ich mal, einfach mal nachfragen. Also ich habe jetzt hier zwei ganze Taschen gekriegt, hier gut, das ist jetzt für 2 Wochen. Hier holst du mal alle 2 Wochen. Aber das reicht jetzt dafür auch erstmal eine ganze Weile. Da bin ich erstmal gut versorgt, aber vieles muss ich jetzt dann natürlich schnell aufverbrauchen. Die Salate, die Erdbeeren, die müssen bei Zeiten weg. Aber da brauchen wir schon mal einige gewisse Sachen erstmal jetzt nicht so schnell kaufen. Das ist aber gut, das freuen sich die Smoothies, Smoothie Boards und alles Schönes, Leckeres, was es noch so gibt. Guck ich mal. Ne? Kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, mit bei der Tafel in Emden da mal vorzuschauen. Ja, ja. Jetzt ein bisschen chillen, relaxen, Video schneiden, Musik hören und dann sehen wir weiter. So, Buffet eröffnet. Noch die Reste von gestern. Möhren, Brokkoli, Blumenkohl, hier mein Tomaten-Mango-Dip. Noch die eventuellen Erdbeeren werde ich jetzt schon mal mit anfangen. Hier getrocknete Aprikosen, die sind wirklich genial, die schmecken sowas gut, wirklich mal zum Naschen zwischendurch, da ist jede andere Süßigkeit wie Gummibären Scheißdreck dagegen. Ja, so lässt sich jetzt mal ein bisschen arbeiten. Sag, das Leben ist schön. Ja, nachdem ich mich jetzt ein bisschen ausgeruht habe, bin ich wieder hier an meinem, sagen wir mal, Mitlieblingsort Rheingalerie für ein paar Stunden noch wieder mich ins Internet hocken, noch ein bisschen arbeiten, Videos durchschauen, Postings raussagen, Kommentare beantworten, das Übliche und gucken, was in der Welt draußen so los ist. Nach einer Pause, die man sich jetzt erstmal gegönnt hat, nach ein paar Stunden Schlaf, kann man also, geht's jetzt erstmal wieder vorwärts. Oh, und dann sehen wir mal, was wir noch den Rest da machen. Ich will jetzt noch mal schöne vegane Rezepte noch raussuchen. Ja, Community, die haben hier immer sehr schöne Sachen dabei. So, nebenbei hier mal mein Passwort einzufügen. Ja. So. Ja, hab ich noch vertippt. Ja gut, mit einer Hand. Mach ich danach gleich. Und dann mal das Zeug, was ich von der Tafel heute für eine Person immer eine ganze Menge, für 2 Wochen immerhin muss man noch dazu einplanen, aber für 1,50 kann man sich da echt nicht beschweren, weil als Veganer kann man gut leben. Man kann hier schöne Salate machen, Smoothies ohne Ende, einfach nur herrlich. Ja, dann mal ab ans Working. So viel Shopping-Sachen hier. Ich sage, die Rheingalerie hat einen Shoppingladen nach den anderen besonders, einen Klamottenladen nach anderen, hier sind glaube ich fast jede Modemarke vertreten als alles andere. Ich bin jetzt gerade fertig, jetzt noch ein bisschen ein paar Kommentare gemacht auf YouTube, ein paar Postings gemacht. Jetzt gehe ich noch in mein Lieblingscafé wieder zurück, weil da halt von der Downloadrate es besser ist, da YouTube-Videos hochzuladen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich werde heute noch ein paar kleine Videos machen gegen Ende am Abend, zum Beispiel auch noch ein Thema Minimalismus. Heute ist Robert zweites Video zum Thema Minimalismus jetzt oben. Das schaue ich mir später dann auch in Ruhe an, freue ich mich schon. Und viele andere machen hier momentan auch sehr viele Videos davon. Und ich werde mal meine Gedanken dazu äußern lassen. Könnt ihr also hier auf meinem Kanal ansehen. Besonders wenn ich ja gerade jetzt hier diese ganze Shopping Hall hier sehe, was man alles kaufen kann und nicht kaufen kann, ist gerade auch wieder wie in meinem Fall, wenn man gerade noch von der Obdachlosigkeit betroffen ist, sowieso eine Sache, dass man eigentlich ja nicht viel braucht oder sowieso nicht weiß, was man alles sich anschaffen sollte.
wie jetzt schon Beispiel Klamotten, was soll ich halt mit X-Klamotten oder so, wenn ich eh nicht weiß, wo ich die momentan unterkriegen soll, da ich jetzt keinen riesen Kleiderschrank habe oder sonst irgendwas und vielleicht nur mit minimalistisch Rucksack und Gepäck unterwegs bin. Erstmal vor, wenn man sein Hemd hat, ein paar Hosen, von jedem vielleicht ein, zwei, drei Paar. Und da ist gut, dass man es auch wechseln kann oder mal was anderes hat. Aber im Grunde genommen braucht man immer nicht viel. Und das merke ich bei mir halt auch immer mehr und Minimalismus wird bei mir auch immer Zeit. Wie gesagt, ich erlebe es gerade richtig live mit. Ich sage, selbst Obdachlosigkeit war auch ganz interessant, weil du da eigentlich gerade bedingt den Minimalismus regelrecht auslebst. Da hat er halt hier auch nicht viel, ja, es wünscht nicht viel Sinn, was zuzulegen, weil er auch nicht so viel Geld hat, ständig auch was zu kaufen. Und für was am Ende? Für was brauchst du den ganzen Rams? Aber diese mehr dann in einem Special Video zum Thema Minimalismus. Ja, dann ist der Tag auch schon wieder zu Ende. Jetzt hier gerade noch ein bisschen Boden. Ja, ein bisschen nebenbei was auf. Das war ziemlich arschstuckel hier heute. Entgegen. War heute ein lustiger Tag, kann ich klagen. Ich muss mal gucken, was ich noch von dem Tafelzeug jetzt noch sowas zurecht zaubere. Und dann sehen wir, ja, wie ich schon sage, weiter. Nee, man kann ja halt nie vorher wissen, was einen in der nächsten Ecke erwartet oder was nicht. Naja, boah, so langsam kriege ich das doch jetzt langsam hin mit den Worten. Schönes Gefühl, ein richtiges so Freiheitsgefühl. Da werde ich demnächst auch nochmal drüber sprechen. Ich und Pennyboarden und mein Longboarden. Lasst euch überraschen, ich habe da so einige kleine Mini-Projekte am Start, die ich vielleicht morgen umsetzen werde. Werde vielleicht auch morgen nach Mannheim düsen, mir da ein schönes, chilliges Plätzchen suchen. Mal beim Alnatura-Markt vorbei, noch so ein paar Sachen holen, die ich noch brauche. Jo, und dann sehen wir das ganz cool und lässig. Gehen wir die Sache an. Ja, so eine kleine Mini-Videoreihe will ich machen, mein Live, wo ich dann so über Themen sprechen werde wie Minimalismus, digitales Nomadenleben und alles so, was mich halt persönlich betrifft gerade. Und ja, das will ich halt in diesen Videos angehen. Lasst euch da überraschen, da fange ich morgen damit an. Vielleicht lade ich es erst so hoch. Muschibubu. Alles schon dunkel da hier, ja. The show is over. Alter, ihr ist the end für heute. Ja, meine Lieben, auch wenn ihr mich kaum sehen werdet, ich gucke mal, ob ich hier nochmal zu einer Lichtquelle komme. Summ, 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 ja. Es ist ja der Lichtsprachgott und es wurde Licht. Ach, ich sehe echt kaum was. Ja, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Seht euch schönen Tag, morgen, was auch immer, wann ihr das Video seht. Lasst es euch gut gehen. Schönes Wochenende auf jeden Fall. Ich werde euch auch genießen. Sagen morgen, sehen wir weiter. Ja, ohne Großworte, lasst euch gut gehen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Aus meinem Daily-Alltag hier bei Alter, ihr und wir bei Enrico. Tschüss und bis zum nächsten Mal.